Forschung läuft auch wieder nicht. Ich habe keine Ahnung, wieso. Gucken wir mal. Ist das gelb? Ja, ist gelb. Systemische Probleme. Ist die jetzt eigentlich immer noch weg? Ja, das ist wahrscheinlich kacken, ne? Ja, die man kackt immer. Ja, wenn er lange weg ist, dann ist er eigentlich immer kacken. Das ist so ein Gesetz der Natur. So, endlich. Lul, wenn man gerade von ihm redet. Ja, wirklich, da ist er. Ja. Oh. So, meine Güte, endlich da. Oh, das Eisen ist hier. Die Roboter sind gut dabei. Yep, ich habe das schon mal gebaut. Ich hatte dich eben gefragt, ob du das schon gemacht hast. Da habe ich da wieder Antwort, das ist der Mais mal. Also wir haben jetzt richtig schön grüne Bärls. Oh, Underground Bärls, wir haben alles da. Richtig geil. Ich habe deswegen schon angefangen, hier die Sachen upgraden zu lassen. Wie du unten siehst da beim Eisen. Unten oder was? Ja. Ne, ich grade auch nur den Bass an. Diese kleinen Lanes zwischen den Öfen, die brauchen wir nicht erstmal upgraden, weil da kommt ja nicht mehr durch. Aber in dem oberen, da wo alles zusammenfließt, da muss es hoch. Und das wird dann hier richtig schön. Und ich reiße jetzt mal deine provisorische Zahnradproduktion ab, weil ich jetzt mehr Strahl hier hin mache. Ja, wenn das bis jetzt reicht, dann ist gut. Ja, also Zahnräder werden bestimmt mehr brauchen, aber... Boah, so viele Bells sind da schon angekommen, dass man das bis da hoch machen kann. Ja, 300 Express-Bells hatten wir da in der Truhe bei dir. Und Splitter und alles auch genügend. Mhm. Stefan? Ja. Du hast Pizza bestellt, ne? Ja. Gut. Dann nehme ich dir noch bald Pizza bestellen bei Jimmy's. Ne. Doch. Aber bei Jimmy's. Und? Oh, sagst du Scheiß. Mann, ich hab das Privileg nicht mehr. Und was wolltest du sagen? Warum hast du das Privileg nicht mehr? Weil ich nicht mehr da wohne. Ich kann jetzt schlecht bei Jimmy's bestellen und dann braucht er 45 Minuten, um hierher zu fahren. Da ist die kalt. Und mir sagen, dass ich jetzt nochmal Nudeln esse. Also, da kann er mit sehr früh mit Jimmys. 18:30 Uhr? Ja, mal gucken, ne? So, die Pisser kommen jetzt nicht mehr durch. Das ist ja auch doof, das kann ich auch wegmachen. Eisen ist jetzt sicher. Sehr schön. Ah, ne, da oben fehlt noch. Aber ich habe genug. Wie hier einfach beim Lab doppelte blaue sind, obwohl wir mittlerweile einfach ein Stack Inserter nehmen könnten und dann wäre es auch gegessen, ne? Bestimmt noch, als wir keine Stack-Inserter hatten. Oh, doppelte blaue. Hier bei den Labs, da sind immer zwei normale Inserter, die sich weiterleiten. Ach die, ja. Wir jetzt aber die Stacks machen. Stack Inserter, da brauchen wir nicht mehrere. Aber da brauchen wir sie, da aber nicht. Das ist okay. Why the actual F ist das schon voll? Hier die Splitter. Ja, geil, ne? Wenn die Produktion, wenn genügend durchkommt mit dem Eisen durch die. Weil ich cutte gerade richtig viel ab und leite alles zu dir. Dann läuft das. Und das ist nice. Und weil das jetzt läuft. Ist der Bass, den ich... Oh, das ist schon alles fertig geupgradet, das Eisen hier. Dann mache ich jetzt weiter. Dann kann ich den Mainboss erweitern. So. Okay. So, da brauche ich jetzt nur weiter geradeaus. Ja. So. Ich mache mal gleich den ganzen. Oha. Komm, bumm. Einmal gemacht, dann ist es fertig. Bumm. Ga. Bumm. So. Alter, da kommen die alle. Jawohl, aber auch richtig gut. Gut. Aha. Der ästhetische Boss. Der Sauschwein-Boss. Ich mach die Geschütze mal weg und mach einfach nur noch Laser-Turrets.
Warum wollen wir eigentlich nicht mit Uran arbeiten? Weil es zu aufwendig ist, glaube ich, erstmal. Das Ding ist, wir müssen ja auch so ein bisschen gucken, was wir zuerst machen, ne? Also, was wir priorisieren. Damit wir alles auch schaffen. Okay. Hm. Wo ist das kaputt? Boah, hier ist immer noch, Stefan. Kannst du? Da, wo ich. Nee. Alles gut, alles gut. Nein, nicht da, wo du. Da woanders. Digga, hast du keine anderen Poles gehabt? Nee. Weißt du, oben hatten wir einfach nicht genügend große Umspannwerke, große Strommasten. Und du so? Dann produziert auch welche. Hast du keine Medium, keine mittelgroßen gehabt? Nee. Digga, wie das aussieht. Ist das geil. Das ist ja geil, ey. Oh, das kann ich ja alles nochmal verschieben. Ist das geil. Wollen wir eigentlich Kupfer auch schon anschließen? Soll ich da auch schon mal alles aufbauen? Ja, kannst du gerne machen. Das Stein oben auch, wenn es geht. Ne, ist ja auch in der Nähe. Was wir haben, das haben wir, ne? Ich würde mal ein paar Upgrades machen. Ich hoffe, ihr tötet mich dafür jetzt gleich. Alter, der schwarze Bär sieht schon irgendwie cool aus. Mal sehen. Nur weil es schwarz ist. Welcher schwarze? Das Bird. Achso. Weiter oben, weil es so halb leer ist und einfach schwarz aussieht. Finde ich schon, sieht sehr nice aus. Oh ja. Okay, wer hat's gelöscht? Was gelöscht? Ne, hier sind überall Lücken drin. Wer hat das gerade gemacht? Nicht, ich hab vergessen. Oh? Lücken? Ja. Das ist wahrscheinlich wieder du, ne? Das ist ein Verdacht auf andere Lücken. Ich habe keinen Undo gedrückt. Da ist einfach. Ne, siehst du auch hier. Manche Grüne sind, sollen geupgradet werden und manche blaue einfach nicht. Ja. So. Hä? Was ist das? Was ist das für ein Scheiß hier? Wie passiert das? Weiß nicht. Alles gut. Ich glaube, ich weiß warum. Das war bestimmt alles rot und nicht blau. Kann auch sein. Teilweise hatten wir da blaue. Also habe ich da blaue reingeklatscht. Ich grade einmal hier die Bahn ab, wenn das für dich okay ist. Sadie? Warte. Ich guck gerade nochmal durch, ob irgendwo was fehlt. Hier, da fehlt einer. Okay, wo bist du? Mach das jetzt einfach. Ja, dort, wo ich jetzt stehe. Da grade ich jetzt auch. Aber nur die untere, nicht die zwischen den Öfen, ne? Nur die untere durchgehende Linie, ja? Ja, genau, richtig. Okay. Nicht zwischen den Öfen. Damit dann halt was durchkommt. Und die Kupferlinie am besten auslassen, ne? Ja, dort bin ich gerade dabei. Genau, die nicht mit upgraden, das wäre gut. Schon gesagt. So, habe ich noch Tempomodule? Ja, habe ich. Also, Stefan, ich weiß, da unten ist das so ein bisschen, aber da oben ist gerade wirklich, ja. Da ist alles kaputt. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis die durchbrechen. So, ein paar Tempomodule. Oh, jetzt haben wir aber die blauen nicht mehr. Boah. Egal. Blaue Bärs haben wir noch genug. Also nee, nicht die Bärs, sondern die Splitter oder was war das? Die Splitter. Ja. Nimmst du die alle raus oder wie? Die Roboter nehmen die alle raus. Die werden ja verarbeitet, die werden ja weiterverarbeitet zu den Grünen jetzt. Ja, da fehlen halt Zahnräder. Aber die werden halt nicht genügend herproduziert, weil da nicht genügend Eisen durchkommt. Naja, also eigentlich hätte ich nicht gleich die Busbahn upgegradet, sondern eigentlich hier unten, was ich gemacht habe, weil das Sönke, ist ja das Entscheidende. Nein, Sönke, ich sag's nochmal. Der Bass hier ist voll. Wo ist er? Der ist voll. Siehst du das? Oh, Tatsache, ja, ich seh's. Okay. Süß.
Aber es kommt immer noch nicht genügend am Ende an, oder? Richtig, deswegen ist auch Prio eher auf dem Main-Bus und nicht auf dem Eisenerzzufuhr, weil der passt ja, ne? Das würde es ja nicht bringen. Der Bottleneck ist ja beim Main-Bus, dass es nicht schnell genug durchgeht. Weil Öfen da sind, die nichts mehr aufs Band legen können, so. Bin gespannt, was passiert, wenn alles jetzt schwarz ist. Bei Stefan nicht vegan oder was? Wo soll ich? Ja, immer noch. Ah! Ja, sorry, ich hatte andere Sachen zu tun. Ich habe nicht zugehört. Das bimmelt die ganze Zeit, weil da 3000 Tunnels kaputt gehen. Ja, und eben hat es die ganze Zeit beim Eisen gepiepst und jetzt ist es ruhig. Aber da war es da auch schon am Piepen. Schön, dann kümmere dich doch drum. Ich habe andere Sachen gerade. Ja, und ich auch. Mann. Schön, ich liebe es. Hab dich lieb. Ach Gott, ey. Digga, wird mir richtig warm jetzt hier. Ich schwitze richtig. Bei dir ist auch viel zu warm. Ja, das auch. Ich brauche unbedingt eine Klimaanlage, ne? Brauchst du halt wirklich. Ja, das funktioniert. Nächstes Jahr funktioniert das so nicht mehr. Du kannst vergessen. Das wird dein Leben um 360 Grad drehen. Mhm. Dann kann ich ja einfach auch im Sommer aufnehmen mit Kamera. Das ist ja ein Traum. Deswegen, falls irgendwer sich wundert, warum ich keine Kamera anhabe, weil es für fucking 30 Grad ist und ich super hart schwitze und wenn jetzt noch die ganzen Lampen auf mich leuchten. Ja, die Lampen, du sitzt ja gerade nur nackig. Stimmt. Ja, ich sitze einfach nackig. Also wenn ich hier nackt sitzen würde, würde ich noch mehr kleben. Das wäre richtig beschissen. Ja, wenn du so einen Lederstuhl hast. Nee, ich hab, der ist mit Stoff bezogen, aber trotzdem. Ah. Stimmt, ich muss es eigentlich wissen. Also wenn einer sich mit Stühlen auskennt, dann nicht. Ja, also das mit ja. Und Durchbruch, Eisen ist in Gefahr. Ich gehe mal eben los, ne? Was? Ja, du hast da nur zwei Lasertools hingestellt. Die sind noch nicht geupgradet, dass die irgendwas ausrichten können. Die sind komplett niedergerissen worden, weil die einfach nicht stark genug sind. Ja, Lüll. Ja. Ach, meine Fresse, ey. Hänge Hohenthal ist. Ich bin unterwegs. Ich muss hier von A nach B, hab keine Muni, muss alles auffüllen, alles aufrüsten. Ja. Junge, man kommt nicht hinterher. Eine Steineaufgabe. Und ihr pümmelt da an euren Produktionen da oben. Ja, ich pümmel dann wirklich rum, das ist so cool. Ja, die meint nicht, die macht so viel Kram, ey. So richtig schön aus Salz in die Wunde. Oh, ist voll cool hier, entspannt. Oh, voll geil. Ich mach dafür andere Sachen, ne? Also keine Scheiße. Kennt ihr dieses Meme, du machst einfach nur weit travelnde Defender-Scheiße und ich mach einfach nur eierbaumelnde. Kennt ihr dieses Meme, wo irgendwie der eine so was singt und total entspannt ist und dann kommt der andere, der so richtig hart auf die Tastatur hämmert und voll schwitzt und richtig gar nicht mehr weiß? Also eigentlich du oder was? Nee. Lol. Beim Zocken zumindest. Boah, wie es jetzt wieder laggt, ne? Was sagt meine Grafikkarte? 24% Auslastung. Ah, die kommen jetzt hinter unsere Frontlinie und greifen dann die anderen Turrets an. Perfekt, danke, Walter. Sehr, sehr freundlich von euch. Oh, der große Marsch hat begonnen. Oh shit, Alter. Das wollte ich gar nicht hier. Weg damit. So, und ihr produziert. Wobei das. Doch, das kommt auch ganz gut an. Ah, der grüne. Nee, doch nicht. Scheiße. All of my bridges burned up. I'm taking my time. You turn out the light. Bitte mach das nicht nochmal. Looten dein Ohr oder was? Nö. Ich fand's nur nicht schön. Noch bluten die nicht. Ich habe das Gefühl. Alter. Krasses Gefühl, Digga. Du hast ein Gefühl. Sehr ja, gut, perfekt. Das war. Nee, aber unten sehe ich noch gerade, dass da noch was fehlt. Warte, ungefähr hier so zwischen da und wo ist das? Und da. Da fehlt noch das gesamte zum Bauen.
Ja, dort aber ist ja, dort, ist ja ein Auftrag gegeben. Ja, dort sehe ich auch die Verluste. Klar, es ist der Anfang, da unten ist noch alles voll, aber oben hört es schon auf. Ja, es kann halt nicht mehr übers Blaue gejagt werden. Es rutscht ja auch nicht mehr drüber. Es wird dann runtergeslowt. Unrealistisch. Eigentlich müsstest du grün. Stimmt, grün, es sollte dann, auch. Wenn die so schnell sind, sollten die auch in der Kurve einfach rausfliegen vom Band. Ich finde, das muss schon ein bisschen realistisch sein. Ja, stimmt, das ist auch kacke. Digga, wie die ganze Wand hier wegmachen. Ich kotze. Das ist ja blöde Kackwurm hier. Alter, da ist ein Titan, Alter. Wie viel Leben hat der? Boys, wir brauchen Muni. Ja, ich hab 0,00. Ne, ich hab 3. Alter, was hast du denn gerade gemacht? Wieso hattest du so große Zahlen? Ja, weil ich das hier platziert hatte. Ah. Warte mal, gibt es einen Unterschied zwischen dem gelben und dem normalen? Welchen? Also hier, dieses Muster meine ich, das gelb-schwarze. Ja. Was? Was für ein Muster? Vom Betonboden. Achso, Concrete ist immer Concrete, aber es gibt welche, dieses Hazardous, diese Waren im Grund haben. Das ist nur Deko. Ja, dass du deine Base ein bisschen dezenter machst oder ein bisschen. Kannst zum Beispiel unter die ganzen Rails packen, so als Hinweis, Achtung, hier ist gefährlich. Keine Komponenten. Ich habe jetzt mal Kapazitätbonus für Greifarme gemacht. Ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist. Nee, ich mach das mal anders. So, Oh, wir kriegen keinen Strom mehr, wir haben keine Kohle mehr. Warum haben wir keine Kohle mehr? Ich weiß nicht mehr, da ist die Kohle, Alter. 1 Million eigentlich, ne? Ja, aber wenig Kapazität. Ja. Die Größe ist halt mega zusammengeschrumpft. Wir haben auch nirgendwo eine Kohleader, ne? Oben hatten wir auf der Insel. Ja. 34 Millionen, da müssten wir hin expandieren. Markieren bitte einmal. Warte. Nee, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Damit das schnell gefixt ist, das hier. Einmal erweitern. Erweitern? Ja. Das ist was? Ist das... Hier. Ist das fester Treibstoff oder was wird da hergestellt? Ja, fester Treibstoff, weil das ist wie Kohle, nur noch effizienter und das wird aus Öl gewonnen. Dann können wir halt ein bisschen die Steam Engines mit diesem Festtreibstoff füttern, was ich ja auch schon jetzt supplementiere zur Kohle. Aber es reicht halt nicht aus und wir haben genügend Öl, deswegen können wir statt Kohle einfach Öl nutzen dafür. Baust du da schon oder? Ich baue gerade gar nichts. Ich mach das gerade von hinten. Ekliger. Digga. Da wollte ich fragen, ob du das auch genauso möchtest. Ah, jetzt hast du es umgebaut. Ne, hast du doch nicht. Er hat es einfach copy-pasted und dann noch schief platziert, Alter. Ja, man kann leider das nicht spiegeln. Profi, Alter. Chemiefabriken kann man leider nicht spiegeln. Profi. Habe ich es mal eben schnell so gemacht. So. Kannst du auch noch schicken machen. Das kann es. Chemiefabrik. Danke. Okay, dann stoppen wir noch eben und ich suche einen Mod raus, wenn man das kann. Ja, mach bitte. Kannst du nicht arbeiten? Ich kann so nicht arbeiten. Hat jemand viele Defender Capsules? Weil dann müssten wir unten bei Stefan Vegan nochmal alles schön wegklären. Stefan lebt vegan, er liebt es nicht. Aber da steht. Guck einmal kurz. Ja, weil du es falsch geschrieben hast. Das schon lebt. Das stimmt vor allem nicht. Das stimmt sogar, ja. So. Ist auch egal. Das stimmt nicht, doch, das stimmt. Ja, vegetarisch. Ist alles dasselbe. Nein. Das ganze Stefan, kannst du nicht die armen Pflanzen in Ruhe lassen und nicht von der Sonne leben? Echt, mal lass mal die Pflanzen in Ruhe, was soll denn das? Wo bist du denn gerade? Ich Perversling. Ich komme einmal. Die Pflanzen in Ruhe. Perversling, lass mal die Pflanzen in Ruhe. Das ist gleich ein ganz anderer Kontext. Ist auch so. Das soll er doch sein. Ich baue ein paar Chemiefabriken. Also auch immer noch gut Defender. Das mit diesem Eisen, das kotzt mich ein bisschen an, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass das nicht durchkommt? Ja. Das ist ein richtig Mool. Da hätten wir doch lieber 3 Lanes machen müssen.
Ja, Toplane, Midlane und Botlane. Hätten wir alles abgedeckt. Jungle braucht eh keiner. Okay, gut. Ich gebe nach, ja. Ich mache jetzt dann 3 Lanes draus. Hä, hey, warte mal. Schimmer. Wenn du jetzt 3 machst, dann musst du alles Schimmer. Oder du baust nur die linke. Ach, keine Ahnung. Sadie denkt sich da schon was aus. Er macht das schon. So. Chemie ist, glaube ich, in Gange. Soll ich das nochmal verdreifachen, Sadie? Und reichen 2 erstmal. Kupfer ist in Gefahr, weil da einfach so ein scheiß Wurm sich hin platziert hat, der einfach alle outranged und die ganze Muni da kaputt gemacht. Als ob! Oh, fick dich! Outranged. Aber so ein. Ja. Digga, ich hab da jetzt alles geklärt, was. Digga. Du hast sogar AOE, das ist einfach richtig dumm, dass die so nah da rangehen. Muss ich die wieder da weg? Ja, aber nur rein, das, aber ja. Nur die bisschen, die sich da so nah angeplantet haben, ey. Na, die verbreiten sich doch jetzt in dem ganzen Feld wieder, oder? Ja, wenn die da jetzt, wenn die da bleiben, werden die jetzt da auch mal größer, weil Nester sich selbst auch größer, schneller vergrößern als irgendwo neue. Ja, das meine ich ja. Da sollte ich die ja wieder wegsäubern, oder nicht, damit die... Einmal säubern, bitte. Ja, einmal kurz rasieren, ne? Soll ich jetzt das Kohle freilegen, oder... Wie war das jetzt? Nee. Wie ist denn das mit der Kohle jetzt gerade? Was ist das für eine reinzige Scheiße? Wer hat gesagt, dass diese Kohle da effizient ist? Die kommt doch nicht mit aufs Band, oder? Doch. Oder? Na klar. Die wird doch durchgeführt. Eingeführt? Ja. Siehst du nicht hier? Jetzt habe ich das gesehen, ja, das weiß ich, das ist ja, das geht, so im, das geht im Loop und bla, das ist ein bisschen schwierig, aber die kommen auf jeden Fall an, ja. Mach mal am besten noch so eine 3. Ja, okay. Na, also vielleicht verdoppeln das Ganze und dann müssten wir eigentlich mit Kohleenergie erstmal genügend haben. Sönke, könntest du dich um Kupfer kümmern, um die Verteidigung da? Das wäre super. Ja. Ich weiß nicht, wie unsere Verteidigung aussieht, aber ich versuche. Da ist ein Wurm direkt neben der Mauer, der gerade alle kaputt macht. Einfach die Nester clearen und dann Muni auffüllen wieder. Harambe! Oder geht das? Boah, wir brauchen unbedingt Artillerie an jeder Mauer, dass die Dinger sich nicht mehr quasi direkt neben die Mauer platzieren, sondern dass sie dann weggenukt werden, weißt du? Müssen wir echt so. Sonst geht das nicht. So direkt nuken. Weg mit dem Mist. So. Die ganzen Roboter, die ganze Zeit die Mauer reparieren, Alter. Ja, vor allem auch, wenn die machen ja so viel Muni auch weg damit. Da wird ja so viel Ressourcen bei zerstört. Ihr kleinen Hurensöhne, Alter. Oha, Stefan. So, 3 Lanes wird jetzt supplementiert. Ein bisschen bringt's, glaube ich. Haltet die Fresse. Oh, wo ist denn der Kupferzug? Wo kommt der denn? Die gerade irgendwo. Es gibt nur einen, der ist auf dem Weg hier. Da sollten wir vielleicht nochmal einen zweiten machen. Ich mach das mal eben. Ah! Ah, ne, ist gut. Ah, es juckt. Davon keine mehr übrig, ey. Es ist doch alles zum Kotzen hier. Ja. So, da hinten sind auch noch Mistviecher. Meine Güte. So muss man das färben, okay. Farbe ist ja auch wichtig. So, go. Nein! Warte, bleib stehen! Unloading nochmal. Jetzt habe ich den ohne Waggon losgeschickt. Perfekt, Digga. Scheiße. Da unten ist auch noch wieder ein Fliegenpilz. Ah, so. Laser Turret Damage. Alles geklärt, lol. Ja, das hat Stefan heute gemacht. Aber die sind leider direkt krepelig an die Mauer expandiert.
Forschung. Ja, ich mach schon. Forschung, brauchen wir mehr Laserzeug. Was mit Flammenwerfer? Digga, da brauchst du jetzt eine gesamte Öllogistik, um die hinzumachen. Das kannst du vergessen. Okay, okay, sorry. Hey. Wie kannst du es wagen? Was ist mit dir? So geistig, Alter. Öl verbraucht halt eine Flüssigkeit. Und dann müsstest du an jede Grenze nochmal einen Ölzug hinmachen, der dann da den Stoff hinbringt, der verbrannt werden soll. Der Stoff. Beruhig dich. Sadie, findest du das jetzt gut, was ich hier gemacht habe? Immer. Ich habe jetzt diese Scheiße mal verdoppelt. Ja, könntest du das noch irgendwie ein bisschen balancen so? Ja, ist egal, das kommt nur aus der einen Seite. Vielleicht irgendwie so und dann ist, ja. Da passt das schon. Ja, okay, scheiß drauf, ist gut. Das ist vor allem nicht mal komplett fertig hier. Ja, aber das ist okay. Weil jetzt ist das gefüllt und sollte auch komplett bis zum Ende durchgehen. Ansonsten müssen wir die noch auf blau machen, die Bärts. Also Kohle ist in Ordnung. Wie sieht das generell mit Strom aus? Strom ist wieder in Ordnung. Wir haben so viel Strom jetzt. Ich mache jetzt die Kohleader frei, ne? Nur so als Info. Mhm. Yep. Wenn wir mehr Platz haben. Wir haben auch nirgendwo anders Kohle, ne? Doch, links haben wir auch. Aber da müsstest du sehr viel mehr clearen. Ja, yeah, aber ich gehe jetzt nach links. Das war jetzt auch mein Plan. Ich dachte, du würdest jetzt die Insel machen. Nein. Ein bisschen einfacher ist. Naja, wäre aber auch eine neue Frontlinie. Ja, ist auch doof. Oh, geil. Also eigentlich wollte ich meine Rüstung machen, aber dafür haben wir nicht genügend Ressourcen. Ja, ich hänge hohen Teil ist auch wieder kaputt. Ich finde es übrigens gut. Ah nee, das war ich sogar. Hängehodenthal hat hier so eine Pinzette als Logo. So ein Eierkneifer, legit. Ja, das stimmt, das passt. Unten bei Stefan lebt. Ist ein Fisch. Oh, schade. Stefan, Alter, das ist verkackt irgendwie mit dem Vegan-Sein. Ja, tut mir leid. Ich habe leider einen Fisch ausgewählt. Naja. Ist halt mit Specs, so, ein Patron, ist okay, Arsch, als Kupfer. Ja, ist gut, das gefällt mir. So. Noch 1, 2, 3, 4 Raffinerien, dann habe ich das. So, warum kriegen die das nicht? Naja, weil die... Oh, Dima! Da müssen wir... Das verbessere ich mal eben. Oha, warte, wie viel fliegen denn da hin? Vor allem, wo fliegen die hin? Ich mach mal eben deine Produktion mit oben den grünen Bärls besser. So, jetzt ist es ein Loop. Jetzt sollte es dann richtig crazy werden. Warte, was hast du gemacht? Ich habe das unten einen Loop gemacht, die Zahnräder. Weil die Bells werden nur von den links den drei befeuert, aber oben die Zahnräderproduktion, die laufen nicht. Deswegen spielen die jetzt einmal drumherum. Und dann, ach, die, jetzt sehe ich den Loop, ja, okay. Ja, jetzt das war alle. Tatsächlich nur so, weil ganz unten sollte noch eine rote Kiste, da war auch ursprünglich eine Kiste, die da noch Zahnräder mit reinpackt. Aber ja, das habe ich ja auch weggebaut. Irgendwie war das nicht so gut. Ich hoffe, du verstehst. Ja, ist okay. Danke. Alles klar. Perfekt. Aber Sadie, ich habe sogar einen Vorschlag für dich. Guck mal. Kann ich das... Beim Express? Nein. Oder wo? Außer Reichweite. Guck mal. Wo muss ich hingucken? Da. Express? Green Bells? Ja, grüne Balls. Ah, ja, verstehe. Und dann rechts. Ja, genau, ich habe nämlich keinen mehr. Ich halte. Ja, jetzt ist das wirklich ein... Jetzt ist das richtig nice dann. Die müssen nur noch hinplatziert werden. Ich baue gerade nicht, was fehlt ihnen denn? Ich gehe da mal eben hin, ich mache das jetzt per Hand, ey. Die sollen mal hinne machen, so. Ich kann nicht auf Roboter warten. Ach, kann das sein, das Eisen... Ja, Stefan, die kommen alle zu dir, ne? Das ja, ich befülle aber die ganze Kacke mit Munition, das ist praktisch. Aber ich habe einen Vorschlag für dich, musst du nicht annehmen. Pack deine Kiste hin neben dir. Dann könnt ihr ja von mir aus die ganze Zeit dahin fliegen, dann hast du da Munition in Reserve. Ich... Nee. Okay. An jedes Turret eine Anforderungskiste mit irgendwie einer Muni. Dann sind die immer voll. Oh, nee. Ja, das ist krass, aber... Oder einen Belt, weißt du, dass die befüllt werden. Ja, ich mach das bei dem im Westen...
Ist ja die oben. Ah, ich glaube, die kommt nicht ran, kann das sein? Ne, doch, eigentlich müssen die da rankommen. Doch, da wurde ja passiert. Jetzt geht's ab. Ich mach dabei, Stefan ist vegan einfach. Er lebt vegan. Und Stefan, ich mach mal hier mehr Greifarme, weil diese Long Range, die haben auch nur 2 pro und die sind super langsam. So. So. Oh lol. Und ich mach das nochmal. So. Weil das kann nicht schnell genug laufen. Oh, ich hab noch eine Idee. Das wird jetzt das ist richtig Winmax hier. Ah, wait a minute. Ich mache einfach so. Alter, was machst du da schon wieder? Gut, dass ich immer so viel Platz lasse. Das ist irgendwie schon abgefuckte Kunst, sag ich dir. Geh mal ein bisschen weg. So, so, mashallah. Aber ist das nicht das Hauptproblem, dass er eher die blauen Birds ein bisschen zu wenig kriegt? Ja, jetzt sind es die blauen Birds. Eben waren es noch Zahnräder, jetzt sind blau. Perfekt, kannst du das auch nochmal irgendwie fixen? Ja, dann muss ich nochmal runtergehen zu den blauen Birds. Aber so, ne? Jetzt mit Stack ins. Wenn es geht, bei solchen Produktionen, nur so als Zukunftsding, versuch nicht mit Long Range zu arbeiten, versuch immer mit Nah und dann Stack Inserter. Weil diese Stack Inserter können 10 Stück auf einmal transportieren, diese Long Range nur 2. Ja, dann hole ich mir jetzt mal 50 Stück in die Hose. Jo, wenn es geht, boah, da ping die. Wenn wir genügend haben, bauen nur noch mit Stack Inserter. Es ist nie schlecht, wenn du blau einfach auf grün ab. Ist immer ein Upgrade. Und wir haben eigentlich genügend davon, weil die kosten ja auch nichts. Ah, warte mal, ich habe Lilane gemacht, wo wir die nicht brauchen. Ja, ich keine Grün, oder? Ja, Lilane ist relativ useless, aber das hatte ich dir damals schon gesagt, als du die gebaut hast. Ja, ja, fuck you. Die Produktion steht, sie tut niemandem weh, alles aber gut. Hatten wir keine Grün? Ich habe nämlich 50 angefordert und ich glaube, ich krieg die auch. Keine Grünen gemacht? Also ich habe welche irgendwo bekommen, aber ich weiß gerade nicht, wo die Produktion dafür ist. Irgendwo sind die. Ich suche die gerade. Ich gucke auch. Da. Ist das nur einer? Ja. Hallo, ey, ist ja wirklich nur einer. Ja, aber Hauptsache du hast Lilane mit 10. Ja, die kannst du, ne? Kannst du weiterverkaufen, Import. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich meine, die werden ja eh nicht benutzt, also steht die Produktion eh still. Ich würde sagen, willst du jetzt schon zur Pizza? Ja. Leute, wie lange macht ihr noch circa? Ich muss unbedingt. Ich muss da unbedingt noch unten fixen. Da. Ja, dann auch so noch 10, 15 Minuten, dann gehe ich zur Pizza. Ja, noch. Langsam Schluss machen. Also, wir müssen unbedingt noch das und das da fixen. Einfach damit wir beim nächsten Mal, falls es länger dauert, wir das nicht total vergessen. Ja, da bin ich gerade dabei. Wo willst du hin? Links oder rechts? Dann gehe ich woanders hin. Ich gehe zu Stefan. Wie wenig Muni haben wir, Alter? Ja. Aber ich habe auch schon heute locker 100.000 Muni irgendwo hin verteilt. Ist das normal, dass wir Bauroboter in diesen Roboter-Hangern haben? Ja, die parken da immer, bis sie eingesetzt werden. Ich dachte, es wären Logistikroboter, aber das sind halt die Roboter, die was platzieren, oder was? Der Bauroboter setzen was hin und Logistikroboter bringen dir Items. Okay, nee, weil die sind halt in dem Hangar. Ja, die warten, bis ein Einsatz kommt. Alles gut. Kann ja schon Laser-Turrets hin. Die Wange laden. Ach. Die lange warten so herum. Ach Gott, Stefan hat's Maul. Echt mal, Stefan. Dieser Fisch. Nicht genügend Muni. Ah. Ja, es kommt halt keine Muni an, Alter.
Alter Titan, Alter. Ja, und die scheiß Würmer da machen halt auch die Turrets kaputt, die noch so 200 Muni drin haben. Ja, GG. Oha, oh. Ja, das sieht kritisch aus. Ja, das fällt da unten. Nee, nee, ich bin unterwegs. Ich dachte, hä? Ich bin jetzt schon da. Ja, Stefan braucht ja immer ewig. Deswegen bin ich jetzt auch da. Guck mal, was für eine Scheiße ist, Alter. What the fuck is going on hier, Alter? So, ihr blöden Wichser hier. Ich fick euch jetzt alle aus dem Leben hier. Wer einfach an unsere Grenzen expandiert. Was soll denn das? Sadie ist ein Insektenficker. Alle haben die Titanen viel Leben. Alter. Okay, alle Roboter auf einmal tot. Piep, piep, piep. Wait a minute, was hast du... What did you do here? Alter, ich komme mit den normalen Robotern gar nicht mehr durch. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Devin, ich habe leider keine Laser-Turrets dabei gehabt und auch keine Muni mehr. Ja, alles gut, alles gut. Ich habe Laser-Turrets und sehr viele Roboter noch. Ich schaff das. Ich muss es hier nur vorbereiten hier. Was ist wieder dieses lilane? Ich... Ach, das ist Öl. Ah. Sadie, hast du gerade auch die dicke 59 gesehen? Ja, die ist einfach weggeplatzt. Ja, was war denn das für eine 59? Das ist vom Mod. Einfach, weil die. Da ist noch einer. 57. Das sind einfach ganz viele, die sich zusammen, quasi so eine Armee, die zusammenstehen. In einem A, Alter, alles Piccolos. Ja, das macht es einfacher für die Performance halt, wenn die da wechseln. Das heißt, dieser eine Typ ist genauso stark wie 67. Ja, da sind halt 65. Oh ja, ich hab's gesehen, Alter. Der hat gerade dieses Ninjutsu des, weiß ich nicht, Vervielfachen eingesetzt. Es sind halt durch den Mod so viele Gegner da, dass es einfacher ist, eine Entität zu simulieren als 65. Wenn man ein bisschen zusammenfügt, das ist mal ganz gut. Aber bevor es in den Kampf geht, splitten die sich normalerweise wieder auf. Ich weiß nur nicht, ob ich gerade den einen erlegt habe und damit alle. Weiß ich nicht, ob das gerade der Fall war. Okay, ich habe keine Muni mehr. Dann halt nur noch mit Bots. Ich habe jetzt Öl und Kohle freigemacht. Okay, geil. Aber expandieren werden wir jetzt heute noch nicht. Nee. Wir sollten, glaube ich, in alle Richtungen mal auch so weit clearen mit den Verteidigern. Einfach damit möglichst wenig in der Nähe sind. Alter, jetzt siehst du, jetzt kannst du beim Metall-Ding sehen. Du hast ein drittes Band hier legit reingeklatscht irgendwie. Ja. Ja, aber wo geht das hin? Das geht hier hin, das geht da hin. Das geht hier hin und dann geht das dahin und dann. Ja, okay, scheiß drauf. Aber du siehst, es ist nicht mehr voll. Ja, jetzt ist halt Eisenerz das Problem, weil wir jetzt die Barrett so weit abgegradet haben, dass jetzt das Eisenerz der Bottleneck ist. Halleluja. Okay, das ist wohl vervielfacht. Alter, wer hat da so ein Erdpimmel da gemacht? Jetzt können die beide da easy hin, wenn die schlau genug sind. Hier, zwischen der Landschaft und unserem Zug da. Dazwischen. Ja, wenn die ja durchgebrochen sind, aber da gehen wir nicht von außen. Ja, also beim Hängehodental, falls mal das passiert. Ja. Was nicht beim Hängehodental. Falls das passiert, beschwere ich bei Stefan, aber ich würde nicht sagen, dass es ein Problem ist. Stefan? Ich habe markiere das nochmal bitte. Ich bin gerade beschäftigt. Ja, du hast ja du hast doch, glaube ich, so einen Erdfleck da runtergebaut, ne? Also es wird eh nicht passieren, aber diese, ne, genau zwischen den Dingern ist so ein Erd. Das ist für Roboter später. Okay, warte. Boah, Alter. Ja, da geht doch kein Schwanz lang. Und wenn dann. Das ist gar nichts. Also wenn, dann machen wir kurz zu. Dass die Beiter da lang gehen, halte ich auch für äußerst unwahrscheinlich. Wir müssen die erstmal da durchkommen.
Gut, wir haben alles gesichert. Von mir aus können wir hier einen Cut machen. Das ist ja auch 5 Stunden, ne? Das reicht auch. Zeddy, warte mal. Was denn? Komm mal her. Wenn ich jetzt Wo bist du? Da bist du. Alter. Wenn ich jetzt den Turret hier hinsetze, hat er noch Reichweite? Ja, wenn du drüber hast, siehst du die Reichweite. Ah ja, okay. Oh ja, oh, mashallah. Ja. Ach, da unten gehen die hin. Die haben dann, richtig was. Also du kannst ja alle, am besten ein paar mehr, also wirklich so 4 Reihen, wenn du es hast. Keine Kamera, ne. Nee. Aber Ton. Ist okay. Was kann ich für dich tun? Planst du irgendwas? Erstmal schön von meinen 100 Euro Abendessen gönnen. Ne? So, meine Güte. Digga, ich habe das ja auch ausgegeben für die Dinger. Ich habe ja keinen Gewinn dabei gemacht. Und wenn, dann 2 Euro. Ja, siehst du? Fuck you. Fahr mich mal nach Hause. Fahr mich zurück. Ah, fuck it. Stopp. Sehr gut. 4. Reihe. Also eine Reihe Turrets und 3 Laser-Turrets. Ja. Das reicht. Ich glaube, ich sage das jedes Mal. Wir hatten übel viele, also nach jeder Aufnahmesession, wir haben jetzt übel viele Probleme gehabt, haben die überwunden und haben jetzt gerade wieder so einen Punkt erreicht, an dem wir nächstes Mal wieder aufbauen können. Das ist ja echt so, Ja, aber dann kommt wieder was Neues. Ach, aber wir haben ordentlich expandiert heute. Ihr parkt ja einfach immer jedes Auto. Also, ihr habt expandiert, ne? Ich ja, die hat seine Eier geschaukelt und was auch immer. Die hat Express-Birds gemacht. Das weiß ich auf jeden Fall. Das ist sehr geil gewesen. Und rote Circuits hast du gemacht und grüne Circuits. Hast du noch was anderes gemacht, was ich vergessen habe jetzt gerade? Was wichtig ist? Warte mal. Was unwichtig ist, ich habe. Wo ist denn das? Muss ich mal kurz gucken. Solid Fuel ist jetzt komplett voll. Damit machen wir jetzt richtig. Solid Fuel! Das geht wie ein Angriff. Ein bisschen, wie heißt die Scheiße? Solar oder Akkus? Stimmt, die Akkus. Ja. Wo sind die überhaupt? Warte, die sind. Ah, da. Hab's gesehen. Da hab's gefunden, ne? Ja, genau. Dann einmal Laser-Turrets. Ah ja, geh mal, muss ich nochmal hingehen. Kein Limit rein in die Kiste. Weil davon. Kein Limit? Nein. Weil davon brauchen wir wirklich tonnenhaft. Wir wollen ja die ganzen Kontinente voll kleistern mit Solar. Kann ich das kurz machen? Aber ich bin zufrieden mit heute. Da würde ich sogar halt noch so 2-3 Kisten hinterpacken. Also, dass wir das richtig viel haben. Damit wir das voll klatschen können und was wir brauchen. Oha. Solar kann man nicht genug haben. Ja, ich finde das einfach krass, wie viel Eisen wir einfach brauchen. Das ist ja die ganze Zeit in Produktion. Soll ich dir sagen, wie viel wir pro Minute an Eisen verbrauchen? Ja, bitte. 10.000. 10.000. Siehst du das? Wenn ihr P drückt, da seht ihr sämtliche Statistiken, nice. Gegenstände an Produktion, Verbrauch, Flüssigkeiten, Produktion, Verbrauch, Bauwerke, wie viel so von den Robotern geplantet wird, Umweltverschmutzung, wie viel generiert wird und so, von welchen. Das ist geil. Statistik ist so geil. Und insgesamt haben wir bis jetzt 5,5 Millionen Eisenerz abgebaut, 5,4 Millionen Eisenplatten verbraucht. 2,5 Millionen Kupfererz nur abgebaut. Also so ein Verhältnis ist das. Wir brauchen einfach doppelt so viel Eisen wie Kupfer. Und 2 Millionen Stein. Alter. Für die ganzen Landfills, ne? Und nur 800.000 Kohle. 144.000 panzerbrechende Munition haben wir verbraucht. Wie viel? 144.000. Ja, allein ich habe 100.000 heute gesetzt, ey. Gefühlt. Und 144.000 habe ich gesagt, ne? Ja. Ja, mal 4 macht das 576.000 Eisen, was das gekostet hat. Und ja, eine Stunde Produktion. Und 720.000 Kupfer. Alter. Eine Stunde Eisenproduktion ist das. Obwohl, warte mal. 3 Stunden Kupfer. Da ist ja auch noch Stahl drin. Moment. Ein Stahl sind 5 Eisenplatten. Die brauchte 1, das heißt 5 Eisenplatten und 4. Also eigentlich ist es 144 mal 9. Also haben wir eigentlich für die Munition alleine 1.200.000 Eisenplatten verbraucht. Weil ich das Eisen nicht mitgerechnet hatte.
2,5 Stunden Produktion. Also von den 5,4 Millionen Eisenplatten, die wir insgesamt verbraucht haben, haben wir davon 1,3 gerundet, nur für Munition ausgegeben. Das ist krass. Ich erinnere nochmal am Anfang, Produktion nur Munition bitte. Nur Munition ist super wichtig. Vielleicht würde ich die Produktion ein bisschen noch ankurbeln. So ein, zwei Assembler mehr, weil das ist irgendwie ein bisschen wenig. Brauchen wir jetzt gerade nicht, weil das ist immer noch Eisenmangel. Es ist immer noch Eisenmangel, die laufen nicht alle gleichzeitig. Ja, okay. Und wenn die alle laufen, würde ich die erstmal auf grüne, auf gelbe ins Assembler upgraden, die wir dann danach machen. Ja, okay. Dann so. Habt ihr auch Probleme, euch immer auf der Map zu finden oder andere zu suchen? Ich suche dann immer ganz raus, dann sehe ich die Namen nämlich. Wenn du dich selber nicht siehst, dann drück nochmal. Nein, wenn ich andere suche. Dann sehe ich zum Beispiel nicht, wenn ich so eine normale Größe habe, wo Sönke, wo du, wo Stefan ist. Ja, ist teilweise schwierig. Muss mal komplett rauszoomen, dann sehe ich nämlich die Namen viel besser und dann kann ich da reinzoomen. Ja, verstehe ich. So. Kommt drauf an. Manchmal finde ich den Namen. Manchmal nicht. Manchmal finde ich sie. Ja. Gut. Lasst ein Like da und abonniert mal rein, Digga. Genau, macht mal ein schönes Abo da und so. Also, ne? Wenn ihr das Let's Play bis dahin geguckt habt, dann warum habt ihr noch nicht abonniert? What the fuck? Also, mal, what the fuck? Oh, okay. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, ne? In der nächsten Aufnahmesession. Bis dann. Ja. Tschüssi. Tschüss. Ciao.